Wir haben im klinischen Setting Patienten mit Demenz beobachtet und gesehen, dass ganz oft, dass sie unruhig werden, dass sie weglaufen, dass sie beschäftigt werden wollen, dass sie aufgrund der fehlenden Zuneigung, ob das von Pflegekräften sind oder aber auch von Angehörigen, sich sozusagen unruhig werden. Und aus dieser Situation heraus haben wir überlegt, was kann man machen, wie kann man den Patienten helfen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Patientenakademie Digital. Heute haben wir zu Gast Beate Woronczyk. Sie sind gelernte Krankenschwester, studierte, ja, man sagt Advanced Practice Nurse und vor allem Demenzbeauftragte der Asklepios Heart Cleaning, also Spezialistin auf dem Gebiet. Und wir wollen heute sprechen über Frida. Was, Frau Woronczyk, ist denn Frida? Frida ist ein multisensorisches Kissen, bedeutet, also multisensorisch bedeutet, was viele Sinne anspricht, zum Beispiel das Riechen, das Sehen, das Hören. Und das ist ein Kissen, was extra oder speziell für Patienten mit Demenz entwickelt worden ist. Mhm. Welche Ziele hat das Kissen ganz genau? Genau. Vielleicht nochmal zur Ausgangssituation. Wir haben im klinischen Setting Patienten mit Demenz beobachtet und gesehen, dass ganz oft, dass sie unruhig werden, dass sie weglaufen, dass sie beschäftigt werden wollen, dass sie aufgrund der fehlenden Zuneigung, ob das von Pflegekräften sind oder aber auch von Angehörigen, sich sozusagen unruhig werden. Und aus dieser Situation heraus haben wir überlegt, was kann man machen, wie kann man den Patienten helfen und haben geschaut, was gibt es denn so auf dem Markt, was gibt es denn im Krankenhaus. Und da sind wir zum Entschluss gekommen, es gibt nicht vieles, was man gerade hier aus hygienischen Gründen benutzen kann. Und so ist die Idee entstanden, so ein Kissen zu entwickeln. Ja. Genau. Schauen wir uns das doch mal an. Hier haben wir Frida. Es gibt also mehrere Kissen. Das ist das eine Frida sozusagen. Man sieht es bunt, relativ schwer. Ja, wie sinnvoll ist denn das für Patienten? Vielleicht erklären Sie einfach mal. Genau. Das Kissen besteht aus Materialien, die voll desinfizierbar sind. Das bedeutet, wenn ich das beim Patienten benutzt habe, kann ich das Wischen desinfizieren und zum nächsten Patienten nehmen. Und es besteht aus verschiedenen Kissen. Und den Kissen, in diesen Taschen gibt es unterschiedliche Kissen, wo die Patienten fühlen können, wo die sozusagen auch riechen können, wo die tasten können. Und ein besonderes Element ist sogenannte White Noise Machine. Das bedeutet, diese Maschine gibt sogenanntes weißes Rauschen, was Wirkung auf die Alphawellen hat. Und die Alphawellen haben die, die Eigenschaft, dass die auf Entspannung, Beruhigung der Menschen mit einwirken. Und das ist sozusagen das Besondere an dem Kissen. Und das Kissen haben wir in unterschiedlichen Formen und Ausführungen. Bei zum Beispiel bei Patienten, die sehr, sehr unruhig sind, sind die ein bisschen länglicher und schwerer, damit sie eine unmittelbare Rückmeldung von der Umwelt bekommen und sich selber fühlen können und sowas wie Vertrautheit und Sicherheit erfahren können. Und wir haben auch Patienten, die im Rollstuhl sitzen, in Form des Hörnchen. Genau, das ist so ein kleineres Kissen, was leichteres für Patienten, die nicht so schwer sind oder nicht viel wiegen, dass man das auch gut benutzen kann. Und gibt es wissenschaftliche Erfahrungswerte, was das ganz konkret für Patienten schon genau, bringt? Genau, wir haben die Kissen, das war ein Prozess, was wir sozusagen, wo wir das Kissen entwickelt haben, das hat im Jahr 2020 angefangen, haben geguckt, was gibt es denn auf dem Markt, wie kann man es entwickeln, gibt es denn Angebote, aber das gab es nicht. Und unter der Mitarbeit von Ärzten, Pflegekräften, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten haben wir so Ideen gesammelt, wie sowas aussehen könnte. Und genau, also was wir festgestellt haben mit der Arbeit mit den Prototypen ist so, dass die Patienten, wenn sie auch nur ein paar Minuten damit arbeiten, eine große Wirkung haben und die kann bis zu eine Stunde dauern. Das bedeutet, die Patienten müssen die Eindrücke verarbeiten. Manchmal dauert es nur 10 Minuten und manchmal sitzen die Patienten mit dem Kissen bis zu einer Stunde und fühlen das nochmal und gucken sich das an. Also eine große Wirkung mit kleinen Geräten. Genau, und das ist natürlich anders als so ein Stofftier, ein reiner Teddybär, denn Sie haben es schon dargestellt, es hat eben viele Eigenschaften, viele Funktionen,
die dieses Kissen eben ganz besonders machen. Gibt es das in Deutschland eigentlich schon im Pflegebereich? Genau, es gibt sogenannte Nestle-Kissen im Pflegebereich oder im Altenheimbereich, aber die sind, die haben sowas wie Knöpfe, Reißverschlüsse und sind oder sind aus Materialien, wo man sagt, das muss gewaschen werden und darf nur bewohnerbezogen benutzt werden. Und so ein Kissen ist ja für extra für klinischen Alltag genau gedacht. Ja, also bisher ist es ein Prototyp. Was ist weiter geplant? Genau, wir benutzen die Prototypen bei uns auf den Stationen, machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Mhm. Und es ist gedacht, dass wir das in größerer Stückzahl irgendwie fertigen lassen und dann irgendwie zur Verfügung für die anderen Kliniken stellen. Also Frieda ist gerade erst geboren. Die Zukunft sieht rosig aus. Es gibt viele Pläne. Sie haben ja schon, ich weiß, Sie sind so bescheiden, dass Sie das nicht so gerne hören, aber schon einige Preise auch mit verschiedenen Pflegeprojekten gewonnen, unter anderem den Weltklinikpreis, den IHF Award 2021 der International Hospital Federation. Und ja, das ist jetzt Frieda auch wieder ausgezeichnet mit einem Preis, also Nebeneffekt sozusagen, dass es dafür noch Preise gibt. Aber ich weiß, Ihr Interesse gilt dem Wohl der Patienten und dafür machen Sie Ihre Projekte. Herzlichen Dank, Frau Bonczek. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Frieda nochmal, hier können Sie es sehen. Bisher ein Prototyp, aber wir haben noch einiges mit Frieda vor. Herzlichen Dank, Frau Bonczek, bei uns im Studio.